Ja, hallo, liebe Drack-Freunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Kursout. Ja, ich hab, wie gesagt, letzten Folge habe ich gesagt, ich mach mal offscreen, werde ich mir mal so ein kleines Auto zusammenbasteln. Ich habe mir wieder keine richtige Zeit gelassen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte das hier einfach hingeklatscht. Und ich sehe gerade etwas, was ich auf jeden Fall ändern möchte. Und zwar die Dinger hier. Die könnte ich eigentlich umdrehen. Dann sieht das bestimmt krasser aus. So. Ja, das sieht, es ist halt, ich habe halt versucht, den einzubauen nach vorne auf jeden Fall. Dadurch ist das jetzt ein bisschen enger geworden, vor allem, weil ich hier auch zwei von diesen Fendern verwendet habe. Hintereinander, das wollte ich hinten auch machen, habe ich dann doch nicht hinbekommen. Und ja, hier ist eine Tür dran an der Seite, weil seitlich ist er überhaupt nicht geschützt. Hat auch den Grund, weil ich nicht mehr Parts bauen kann. Ja, und hier hinten habe ich versucht, so ein Ding jetzt hinzubauen. Ursprünglich sollte es nur bis dahin gehen. Aber da passt dann dieser Radiator da nicht mehr rein. Oder Kühler oder was auch immer das ist. Und deswegen habe ich es dann nochmal verlängert und dann nochmal. Warum habe ich nicht einfach hier zu Ende gemacht? Ach, wegen dem Dach hier. Wegen dem Dach habe ich nicht mehr auf, habe ich hier nicht aufgehört. Deswegen sieht er so lang aus. Aber Leute, wenigstens fällt er nicht mal nach vorne unter. Er fällt nicht mal nach vorne runter. So, ja, funktioniert. Ich habe bloß noch drei Waffen drauf, weil ich da eine Medium Gun drauf machen möchte. So, er funktioniert auf jeden Fall. Und man kann auch Rammschaden machen. So, habe ich einen Reifen abgehauen. Ich weiß gar nicht, ob man macht, glaube ich, nur einmal Schaden. Oder macht man permanent Schaden? Das wäre voll witzig. Nee, die gibt nur einmal. So, und schon sind die Räder ab. Schon sind die Räder ab, Leute. 969 Dings haben wir. Und Tür ist ab. Okay, und irgendwann explodiert er halt. So, was ich vergessen habe zu erwähnen. Warum macht man denn dieses PvE mit blauen Parts? Und PvP mit nur normalen Parts. Das liegt einfach daran, durch das neue Update-Reparatursystem, das ist so kacke, dass man quasi einfach nur mit diesen weißen Parts im PvP ist. Dort kämpft man die ganze Zeit. Am besten, man hat so viele Parts wie möglich drauf, also Parts, die solche Zahlen hier drauf haben, damit man, wenn man verliert, damit man dann richtig schön viel Scrap bekommt. Dann kann man das Scrap verkaufen auf dem Markt, ja. Kostet ja nicht viel. Und dann kann man daraufhin sich die Waffen oder die anderen, also die weißen Parts, die kaputt gegangen sind, die kauft man sich einfach auf dem Marktplatz, weil das einfacher und schneller geht. Ich wollte mal gucken, wie teuer eigentlich so eine Medium Gun ist. Hier, Medium Machine Gun, die kostet 200 Gold. Wir haben 70. So, wir könnten aber ein paar Sachen verkaufen, dann sind wir bestimmt wieder gut dabei. Okay, Kupfer verkaufen ist eigentlich eine schöne Sache, aber hab keins. Hier, Scrap kann ich verkaufen. Ne, ich hab auch kaum Scrap. Okay, dann verkaufen wir halt Kupfer nachher mal. Wobei, da kommen wir auch nicht auf 200. Doch, wenn wir einmal verkaufen, haben wir 200. Aber wir kriegen nicht so viel. Kann ich weniger verkaufen? So ein 5er-Pulk vielleicht? So 50, weil ein bisschen Kupfer sammeln, naja, ich könnte ich natürlich schon, aber dauert wahrscheinlich ewig. Aber wir machen mal noch so einen Raid-Test in der Hoffnung, dass wir diesmal länger überleben als das letzte Mal. PvE habe ich jetzt noch momentan noch kein Auto gebaut, deswegen können wir jetzt PvE auch nicht so wirklich machen. So, mal gucken. So, wir müssen ja wieder diese scheiß Dinger kaputt machen. Am besten wäre ja zusammen mit jemandem rumfahren, damit man schneller so einen Turm kaputt macht, wenn man einen findet. Da ist einer. So, immer schön draufhalten. Das ist gut, dass der vorfährt, da kriegen wir den Schaden nicht ab, sondern er. Finde ich gut. So, da links war noch einer. Oh nein, hier ist Wasser. Oh Gott, durch Wasser fahren ist nicht schön. So. Ja, man kann ihn natürlich später, Leute, wenn man mehr Parts bauen kann, kann man ihn schöner einbauen und so. Das Problem ist, man verrennt sich, baut irgendwie schöne Dinger. Wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. Die Waffe ist weg. Lass mal leben. So. Dann schieße ich mal auf den Turm da unten. Das Problem ist nur, ich glaube, der ist so weit weg. Ah, jetzt treffe ich besser. Dauert aber auch ewig. Oh, shit. Wer rammt mich denn da vorhin? Ach, so ist der Typ. Ramm mich ruhig, du Arsch. Oh. Aber der rammt mich jetzt auch noch. Das ist natürlich nicht schön. Was wollen denn die alle von mir auf einmal? Ah, auf mich zu betreten. So. Der ist auch ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, ob ich den alleine schaffe. Also meine Waffen sind einfach kacke fürs PvE, muss ich sagen. Die ginge besser eigentlich.
So. Oh, von hinten schießt irgendwas. So, ist auch kaputt. Nice. So, der hat auch keine... Ah, die wissen schon ein bisschen, wie man... Nee, oder? Nein. Okay, ich dachte, der lässt die am Leben, aber tut er nicht. Das heißt, den macht er eh gleich tot. So, da ist noch ein Turm. Den können... Der braucht jemand Hilfe. Ich hoffe, der hilft ihn schon. Ich glaube, das macht er. Wir suchen mal den nächsten Turm. Alter. Oh. Shit. Oh oh. So. Ich glaube, hier sind wir gut. Hier sind wir gut dabei. Oder auch nicht. Fuck, ey. Geh weg, Mann. Geh weg. Alter, hört auf mich zu bomben. Alter, warum ist das auch so ein Turm, der Maschinendinger, der diese Dinger dran hat? Kacke. Ja, das war's gleich für mich. Ich schieb mich mal so nach vorne, damit er wenigstens vorne trifft. Dann leben wir ein bisschen länger und wir kriegen es vielleicht noch gebacken, den Turm kaputt zu machen. Weg komme ich jetzt eh nicht mehr. Kannst du vergessen. Komm schon, wir halten ganz schön was aus. Wir halten ganz schön was aus. Vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht haben wir Glück. Oh oh, unsere Räder sind weg. Bloß noch ein Viertel, bloß noch ein Viertel. Komm schon. Yeah. Da war er down. Den töte ich noch und dann mache ich Respawn. Geil. Haben wir gut durchgehalten. Haben wir gut durchgehalten, den einen Kampf. Oh, den machen wir auch noch schnell tot. So. Okay, ein bisschen nachladen. So. Ach, den mache ich auch noch tot. Ein bisschen blöd, weil der jetzt da drüben ist. So, jetzt schießen alle Waffen wieder. Ja, und später kann man die Waffen vielleicht ein bisschen besser positionieren, dass sie auch wirklich alle ballern können. Aber erstmal hätte ich gerne meine Medium Guns. Dann müsste ich aber, wie gesagt, noch ein bisschen was kaputt machen. Dann müsste ich noch ein bisschen was kaputt machen. Ein bisschen was verkaufen. Und ich brauche ein PvP-Auto, damit ich mehr Scrap farmen kann. Aber im Endeffekt ist das Spiel wirklich so richtig krass fett mit Farmen, Farmen und nochmal Farmen. Das könnte ein bisschen doof kommen. Das Farmen ist echt so ein bisschen nervig. Sehe ich den Turm von hier irgendwie? Ja, ich kann Schaden machen. Auch ein bisschen Schaden ist etwas Schaden. Der letzte Turm, den haben wir ja schon gesehen. Huch! Ach, schon geviktoriert. Schon geviktoriert. Das ging aber schnell. Ich habe natürlich Haufen... Okay. Das letzte Mal habe ich mehr Kills gemacht, deswegen habe ich mehr XP bekommen. So, aber wie gesagt, ich mag es tatsächlich nicht. Also die Reputation... Also diesen Modus, diesen PvE-Modus, den wir gerade gespielt haben, der ist echt der langweiligste von allen. Das muss man ja mal gesagt haben, der ist echt kacke. Ich mag den nicht, der ist doof. Doof ist der. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Ich könnte mal kurz auf Storage gehen und dann gehen wir hier mal auf die Ressourcen. 75 Kupfer. Wenn ich jetzt sage, ich würde das komplett verkaufen, aber ich will es eigentlich nicht komplett verkaufen. Ist ein bisschen schade. Den Scrap verkaufen, Trade. Für 5. 10 Stück. Wenn ich 50 verkaufe, sind es 25. Das reicht natürlich nicht mal annähernd. Wenn ich das Kupfer verkaufe, dann kann ich nichts mehr basteln damit. Aber das ist, glaube ich, okay. Ich verkaufe mal 50. So. Ja. Ich könnte es natürlich für einen geilen Preis reinhauen. Aber ich, Idiot, haue es natürlich für einen Preis rein. Fürs Billigste. Dann kriegt man 50. So. Hat das jemand gekauft? Ja, ne, eigentlich schon. Wieso ist denn jetzt hier... Hallo? Oh Gott, habe ich das jetzt reingestellt? Oh Gott. Ich habe das reingestellt für den Preis, aber keiner kauft zu dem Preis. Das ist natürlich kacke. Okay, hauen wir wieder raus. Wir gehen nochmal in die Storage. So, dann... Es gibt eigentlich Schnellverkauf. Ach, das geht bei denen nicht. Trade. 50 Stück. Was? 25? Habe ich mich vor uns verguckt oder was? 2501. Klingt aber irgendwie logischer. So, es wurde jetzt sofort verkauft. So, jetzt haben wir 93 schon. Juhu! Ich glaube, ich werde Kupfer doch verkaufen. Scheiß drauf. Kupfer verkaufen, 50 Stück. Ach, hier sind die Preise mit 6,5. Ja, 6,5. 0,02 und schnell verkaufen. Yes, wir haben jetzt
151 bloß. Wir kommen nicht auf 200. Ja, Fuel kann man verkaufen. Fuel ist immer geil. Das kann man gut verkaufen, den Scheiß. Wie viel habe ich denn? Habe ich 50? Mal kurz zurückgehen. Ja, genau, 50. Fuel ist immer sehr viel wert. Naja. Habe ich das gesagt gehabt? Ich weiß nicht. Habe ich das gesagt? Ich glaube, ich habe es nicht... Okay, so viel wert nicht. Aber ne, hey, wir kriegen ein bisschen was. Die Common Spares, kann man die verkaufen? Kauft die jemand? Die kaufen Leute? Was? Ich habe 20 davon, die kaufen Leute. Okay, mach ich mal. Scheiß drauf. Hau ich die mal weg. Ich bin heute richtig, richtig krass so. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Was, das war gerade 15, jetzt sind es 10. Ach nee, das ist immer noch 10. 10, 7, 7. So, auch noch verkauft. So. Ja. Okay. Haben wir es auch verkauft. Die Coupons, die behalte ich mal. Die würde ich gerne noch behalten. Man kann auch gucken, dass man andere Sachen verkauft. Wie, ja, das Ding zum Beispiel. Ein Auge, aber den würde ich gerne behalten. Ja, die Dinger kann man ja für 6 verkaufen. Die Autocannon kann man nicht mehr verkaufen, weil die ist einfach kaputt. Die werde ich auch nie reparieren. Das heißt, eigentlich könnte ich die wegschmeißen, aber ich behalte sie mal noch. Ja, die kann man nur verkaufen, wenn man sie repariert hat. Aber ich hätte vielleicht repariert, die Reparierparts nehmen sollen, dann hätte ich es reparieren können, dann verkaufen. Naja, für viel aber auch nicht. So eine Shotgun? Hm. Wie komme ich auf die 200 hoch? Medium. Mal schnell schauen. Medium Machine Gun. 205 wollen die haben. Ach, kacke. Ich komme da nicht hin, Leute. Da muss ich mehr farmen. Aber mit dem Fahrzeug möchte ich nicht ins PvE gehen. PvP. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier irgendwie reingehen müssen. Das ist aber nicht viel, was wir bekommen. Wir bekommen nicht viel. Also werde ich hier mal schnell... Der ist ja schon gespeichert. Dann lade ich mir einfach mal... Ja, so ein Standardding wollte ich gerade laden, aber ich glaube, ich kann mir auch das Ding hier irgendwie so ein Ding laden. Ich lade das hier mal. Ah ne, den hier, der war ganz gut, glaube ich. Load. Okay. Ist funktionstüchtig, hat aber nicht so viele kaputte Parts drin, aber ist halt nur weiß. Ist alles nur weiß, was ich hier drauf habe. Und mit dem gehen wir jetzt mal in einen Battle, in eine Mission. Machine Guns kriegen ist immer gut. Ne, Wheels finde ich immer sehr gut. Ich will mal Wheels kriegen. Ich weiß gerade nicht, was für ein Ranking der hatte. Es gibt nämlich so einen Ranking-Bereich, da kriegst du keine Gegner mehr. Das ist total schlimm. Momentan sieht es ja fast so aus, ne, dass wir hier keine Gegner kriegen. Wir haben einen... falsche Taste. Wir haben einen Bereich von 1700. Puh. Ob wir da ein Match kriegen, das werden wir sehen. Ja, und dann, umso mehr kaputte Parts man hier dran hat, umso besser ist man eigentlich dargestellt. Okay, jetzt ging es halt los. Ich will gerade noch was abändern. Es gibt nicht dann Leute, die hauen da 1000 Radios dran, weil die es am günstigsten... Weil die Radios am günstigsten sind. So, und wenn man nämlich dann verliert, ja, dann kriegt man Scrap. Massig Scrap. Massig. Man muss nur verlieren. Ganz wichtig. Death. Schreibt da einmal Death. Nein, ich will nicht deppen. Ich will verlieren. Nein. Wir wollen natürlich erstmal Schaden machen, bevor wir verlieren. So, ich meine, 4 Lightdings. Der sieht auch ganz schick aus, hier der Kleine. Achso, ich habe ja Hecklenkung dran. Die ist voll geil. Ich liebe die Hecklenkung. Miau. Damit kann man so geil durch die Gegend rutschen. Juhu, Surfing nenne ich das. Surfing. Ich habe gar kein Radar drauf. Ist nicht so schlimm. Scheint eh nur ein Bot zu sein. So, ein Assist werde ich ja wohl kriegen durch den, oder? Oh! Shit! Okay, da kamen ja doch mal ein paar Leute. Das scheint ein Spieler zu sein. So. Wo sind die jetzt hin, die Gegner? Kann ich das von hinten kommen? Von hinten drauf schießen? Ich glaube schon. So. Oh! Das ist natürlich gerade praktisch, weil der kann ja nicht nach hinten schießen. Aber jetzt hinter mir sind jetzt bestimmt Gegner, die mich gleich kaputt machen. Aber hey, einen Bot kaputt schießen? Why not? So, wie sieht's aus? Hoffentlich capturen die nicht. So, gucken wir mal ganz vorsichtig. Die capturen.
Ha. Und wenn wir sie jetzt nicht alle umbringen, während sie capturen, dann haben wir wieder verloren. Weil wir müssen nur 1 Minute 40 Zeit haben, um entweder entgegen zu capturen oder sie alle umzubringen. Und dann haben wir verloren. Es ist immer sehr nervig, finde ich. Das Capturen können sie echt rausnehmen, den Scheiß. Auch kein Schwein. Was schießen die denn da hinten? Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Aber ich werde eh verlieren. Das sage ich mir jetzt einfach so. Dann tut es nicht mehr so weh. Weißt du, da tut es nicht mehr so weh. Shit. Der brennt aber. Der brennt. Nein, der brennt nicht. Das, doch, der hat gebrannt. Ja, ist ein bisschen schade. Obwohl, jemand hat einen Gegen-Captured. Vielleicht könnten wir das ausnutzen und auch nochmal ein bisschen mitcapturen. Wo ist denn der Gegner jetzt? Da. Der hat noch Waffen drauf. Nicht gut. Die Waffen sind weg. Dann wollen wir ihn natürlich noch ein bisschen kaputt machen. Komm schon. Eigentlich müsste ich ihn gegencapturen, aber ich capture nicht. Ich töte einfach. Komm schon. Explodiere. So. Hier muss noch einer sein am Startplatz. Hier ist, glaube ich, gerade irgendwas explodiert. Da ist noch einer. Fallen Angel, den haben wir vorhin schon gehabt. Der hat noch eine Waffe drauf. So. Jetzt noch schnell entgegencapturen. So. Yeah, Victory. Haben alle umgehauen. Das war doch gut. Da kriege ich nicht so viel Scrap. Ein Scrap plus bekommen, aber dafür wenigstens mal zwei... Level 2 geworden. Nice. 1000 Reputation ist auch geil. Okay, haben wir wenigstens mal gewonnen. Das ist eine gute Lobby. Wenn man eine gute Lobby hat, dann sollte man nicht so schnell abhauen. Da sind gute Gegner drin. Da sind gute Gegner drin, gegen die man auch mal gewinnen kann. Verlieren wir aber auch nicht schlecht, um Scrap zu kriegen. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe ein Scrap bekommen. Das kann ich nicht verkaufen. Aber ich könnte die Räder verkaufen. Würde ich auch ein bisschen was kriegen. Vielleicht so 5 oder so. Ich weiß gerade nicht. Verkauft mal die Dinger. Ja, wahrscheinlich eher 3 oder sowas. Ist auch geil, das Ding. Why not? Why not? So. Okay. Ich fahre da mal so außen lang. Aber es sind viel mehr Spieler unterwegs, Leute. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das sind kein Bot. Hier ist kein Bot im Spiel. Oder die haben die Namen irgendwie abgeändert. Dass dann doch auf einmal welche sind. Ja, mal sehen. Erstmal fahre ich hier rüber mit dem einen Typen. Oh, da ist ein Gegner. Alter, zum Glück hat er mich nicht getroffen. Das hätte böse enden können. Jetzt hat er mich getroffen. Aber jetzt töte ich ihn. Jetzt haue ich ihn um. Aber seine Freunde sind noch da. Seine Freunde könnten Probleme machen. Shit, ist da runtergerutscht. Weil ich Angst hatte, glaube ich. Fuck, das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich hatte den so gut. Ich hatte ihn so gut, hatte ich den. Aber dann kommen seine ganzen Kackfreunde. Seine ganzen Kackfreunde. Ich mache jetzt hier einen Cut, damit es jetzt nicht so lange dauert. Und wir haben verloren. Ah, ah, ah. War knapp. Oh, 11 Scrap haben wir bekommen. Ist ordentlich. Ist ordentlich, Leute. Ist ordentlich. Könnt ihr nicht rummeckern. Ist ordentlich. Kann man verkaufen. Wenn ich jetzt noch einen Haufen kleine Sachen dran machen würde, so kleine Radios oder so, wenn ich welche hätte. Ich habe, glaube ich, keine. Dann kriegt man mehr Scrap. Und ich bin mir nicht sicher, ob die auch 0 haben dürfen. Ob die 0 Durability haben dürfen oder ob das da nicht zählt. Da bin ich mir nicht sicher. Aber naja. Also diesmal werden wir wieder gewinnen. Ja, weil jetzt werde ich mich ein bisschen anstrengen. Da werde ich vielleicht nicht gleich in die Gegner reinfahren. Wobei bei der Map... Ich liebe die Map. Weil die Gegner einen immer, weil dann immer die Gegner zu einfahren. Finde ich geil. So... Einer ist immer am Deffen. Einer ist immer am Deffen. So, von hier kommen meistens die Gegner angefahren. So, mal rüberschießen, einfach mal so. Da ist die Hanna. Hanna kommt immer gerne rumgefahren. Oder steckt halt viel gerne Damage ein. Wenn Hanna da hinten rumguckt, ist es immer so. Alter, wie die gerade voll beflaggt wird, gell. Okay, Hanna ist weg. Da hinten war aber gleich der Nächste. Und die haben anscheinend auch einen Typen da, der Fernkampf macht. Ja, tut weh, ne? Tut weh. So, da hinten ist noch einer. Ich weiß nicht, wie es unten aussieht. Es sind ein paar Gegner da vorne. 2, um genau zu sein. Ich stelle mich auch mal da drüben mit hin. Das ist doch ein Spieler hier, sonst wird er nicht so hin und her torkeln. Geil. Oh, das ist so ein Fernkämpfer. Das ist, glaube ich, der Fernkämpfer von vorhin auch.
Der wird mich gleich treffen, wenn ich Pech habe. Ja, ich hatte Pech. Oh, der kann... Oh, nein, 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 der kann die Waffe drehen, der kann die Waffe drehen. Aber er kann sie jetzt nicht mehr drehen. Nicht zu mir. Nein, nicht umdrehen! Scheiße, wieso hast du ihn um... Oh, Alter! Jetzt kommen sie alle an. Das ist der von vorhin. Das ist der Typ von vorhin. Oh, geil. Nice. Da war aber einer bei uns schon an der Base. Mal schnell. Ich glaube, der ist da weitergefahren. Das waren, glaube ich, zwei, die gerade vorkamen. So. Wo ist er denn? Ist er gar nicht. Gar nicht da. Ich dachte, hier war einer. Okay. Vielleicht der, der runtergefallen ist. Ist der noch existent? Wir werden es sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich fahre mal hier runter. Ins kühle Nass. Bremst jetzt schön ab. Ne, ich dachte, da war was, aber war nichts. Doch, da. Ich hoffe, mein Freund. Ja, mein Freund ist da. Oh, Alter. Wieder so ein Typ mit so einem Ding. Ich glaube, der kommt nicht. Ich glaube, der kommt nicht runter, wollte ich gerade sagen, aber es stimmt nicht. Scheiße. Ich kam nicht mehr weg. Ich konnte nicht nach hinten fahren, alles. Warum schießt denn der andere nicht? Schieß doch! Mann, der kann bloß nach vorne schießen, ey. Ich hätte mich nur neben ihn stellen müssen, aber er hat mich so beschissen gerammt. Kacke, Mann. Scheiße, aber wenn ich verliere, krieg ich wegen Scrap, Mann. Dann krieg ich wegen Scrap. Na komm, der kann nicht so schwer sein, den jetzt nur umzuhauen. Der kann ja bloß nach vorne schießen. Lol, erstmal einen eigenen beschossen. Okay. Gibt's noch einen? Einen Typen gibt's noch, da ist der letzte. Den können wir noch abwarten. Oh, der ist natürlich, der hat natürlich... Okay. Haben wir gewonnen, Zeit ist abgelaufen. Wir hatten mehr Lebende. 7 Scrap und ein Radio. Okay. Wir werden mal in die Garage gehen. Die Garage. 7 Scrap ist echt nicht viel. Und ich weiß nicht genau, Oh, Level Up. Yeah, Scavenger Level Up. Manhole Cover, Straight Pipe. Naja, nur den üblichen Müll. Was soll ich jetzt machen? Genau, ich wollte mal schauen, ob ich jetzt hier ein paar Parts habe, die ich einfach so dran pappen kann. Hier die zum Beispiel, hier ein Radio. Den kann man einfach hinten dran pappen. Der ist dann einfach, der wird dann einfach verwendet für irgendwas. Ich glaube, man nimmt das Radio, weil das nicht so viel Powerstruktur hat. Oder hat das überhaupt eine Powerstruktur? Ja klar, ne, Powerscore 25, na gut, 25. Aber ich glaube, von allen ist das das geringste. Carjack hat viel, Fuel hat Haufen Powerscore. Deswegen nimmt man wahrscheinlich den. Aber ich kann auch nochmal die Radars noch mit dranhauen. So, Hauptsache irgendwas, was kaputt gehen kann. Dann kriegt man mehr Scrap raus. So. Es ist doch schön. Es ist wunderschön. Es ist ein wunderschönes Fahrzeug. Wunderschön. Komm, lass uns noch eine Schlacht machen. Get Wheels. Perfekt. Mach mal. So. Bin ich ja mal gespannt, du, ob das jetzt weiter funktioniert auch. Ach, okay. Gleich ein Cut. Ich habe schon gesehen... Da gab es jetzt irgendwie zwei Leute mindestens mit den fetten Kanonen drauf. Vielleicht sogar drei und so. Also hier ist ordentlich was los. Und ein paar mit Bohrern unterwegs, ein paar mit Kanonen. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das überleben kann mit meinem Scheiß. Aber wenn ich verliere, ist ja nicht so schlimm. Nach hinten schießen wird jetzt ein bisschen blöd, aber naja. Ich habe wenigstens Radar, Leute. Wenn ihr was braucht, ich habe ein Radio, Radar. Ich sehe die Gegner, bevor sie euch sehen. Und dann gebe ich das natürlich weiter. Oh, Entschuldigung. So. Wieso fahre ich eigentlich immer hier lang, statt ich da dazwischen lang fahre? Da bin ich irgendwie schneller eigentlich. Aber okay, passt schon. Alter, das sieht auch so kacke aus, das Auto. Aber naja, es hat zusammengeflickt. Das muss es sein. Aber ich werde irgendwann mal ein Design testen müssen, um ein bisschen dicker zu sein und so. Wäre bestimmt auch ganz nett. Vor allem mit meinem PvE-Fahrzeug. Aber ich brauche mehr Parts einfach. Ich brauche einfach mehr Parts. 40 Parts ist viel zu gering, viel zu wenig. Kann man nichts bauen mit. Da ist ein Gegner. Ich habe ihn genau gesehen. Da ist noch ein Gegner. Scheiße, was ist jetzt los? Ich bin irgendwie gerade hängen geblieben irgendwie. Oh, scheiße, was? Wie schnell ist denn mein Rad weg? Kann das sein, dass mein Rad auf 0% Durability ist? Kann sein. Ich glaube, mein Rad war auf 0% Durability, weil der ist sofort abgefallen. Das heißt, dass er kein Leben mehr hat. Er hat kein Leben. So. Okay, solange die nicht capturen, brauchen wir auch nicht capturen. Nur irgendwie auf Gegner schießen wäre eine geile Idee. Aber erstmal schaffen. Ich habe bloß noch drei Reifen, Mann.
3 fucking Reif. Oh, fuck! Das ändert alles. Das ändert alles. Schnell zurückfahren und den vielleicht noch umbringen. Ich weiß gar nicht, hat er noch eine... Oh, scheiße. Ich werde totgebohrt. Kaka. Aber Leute, die Leute, wenn die mit ihren Bohrern hoffentlich mal verlieren, dann gehen die blauen Parts kaputt, weil das sind blaue Parts. Also ich habe jetzt verloren. Wir haben aber noch einen Assist gemacht, ein bisschen Schaden gemacht. Mal gucken, wie viel Scrap wir vielleicht jetzt noch kriegen können. Ich hoffe mal ein bisschen mehr. Wir gewinnen ja auch noch, oder? Nee. Wir haben nicht einen Tod? Was? Doch, einen Assist habe ich doch vor uns bekommen. Hier. So. Gut, ich mache einen kleinen Cut rein, dann werden wir es gleich sehen. Verloren. Oh yeah. Was? Scheiße, ich habe zu wenig Damage gemacht. So eine Kacke. Okay, eins noch. Ich habe zu wenig Damage gemacht, mal sonst hätten wir was bekommen. Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof, ey. Scheiße, Mann. Man hat mich schon gefreut. Bisschen Scrap. Ich habe aber zu wenig Damage. Ich konnte nicht an, dass da auf einmal so viele Gegner standen. Wieso habe ich die eigentlich nicht gesehen? Der Radar hätte mir doch zeigen müssen. Oder ich hätte mal aufs Minimap gucken sollen, aber da gucke ich nie hin. Weil die so klein ist und ich finde meine eigenen Leute da kaum. Das ist blau. Selbst das Blau sticht da schon so schlecht heraus. Wo willst du denn hin? Wo willst du nur hin, Mann? Du Blockierer, ey. Achso, die wollen da lang. Da geht's natürlich auch lang. Komm ich mal mitgefahren. Wir stehen die jetzt schon hier. Okay, dann kommen bestimmt gleich die Gegner von vorne. Da sind sie auch schon. Irgendwo. Ach, da ist einer vorgefahren. Ich glaube, das ist so ein Ich-ramme-euch-alle-tot-Typ. Wäre natürlich geil, weil die hasse ich am meisten. Deswegen lohnt sich die richtig umzubringen. So. Da kommt der nächste Idiot, der auch sterben will. Der haut aber gleich ab. Weil er gemerkt hat, oh, das sind ja ein Haufen Gegner. Das hat ihnen dann nicht gefallen, glaube ich. Oh, da sind noch mehr Gegner vor mir. Erstmal auf den mit draufballern. Erstmal helfen, den mit kaputt zu machen. Irgendwie schießt da gar keiner mehr auf den drauf. Die lassen alle den in Ruhe. Wieso denn das? Der hat noch einen Haufen Waffen drauf. Oh, kill den endlich. Okay, die machen das jetzt schon. Dann schieße ich lieber mit nach vorne. Na, noch ein Kill-Assist bekommen. Der kriegt auch nochmal ordentlich was aufs Dach. Der hatte Raketen oder sowas, da muss ich aufpassen. Wenn er mich rammt, habe ich ein Problem. So. Shit, der guckt zu mir. Schwein gehabt, der guckt sich jetzt doch den anderen an. Okay, schnell wird auf den drauf gehen. So, komm. Yes. Alter, ist noch auf dem anderen da hinten. Oh oh. Egal, ich habe einen Haufen Damage schon gemacht. Wenn ich jetzt drauf gehe, ist nicht so schlimm. Wie sieht's denn aus mit denen, die hier vorbeigefahren sind? Die sind hoffentlich alle tot. So, jetzt kann ich mit drauf schießen. Jetzt habe ich eine gewisse Abstand gehalten. Jetzt schießt er nicht mehr auf mich. Dann kann ich draufballern. Oder auch nicht. Wo ist er denn? Ach da, lol. Wo habe ich den hingeschießen? Irgendein Busch. Voll die Lecks. So, weiter geht's. Ich habe noch super Reifen. Da unten. Wo denn? Wo denn? Ach da. Komm, die Waffen müssen noch weg sein von dem. Hat er immer noch Waffen dran? Okay. Victory! Na toll. Da gibt's aber kein Scrap, Alter. Ich will Scrap! Oh, das Ding kann man gut verkaufen, glaube ich. Okay, dann... Oh, sechs Scrap. Geil. Lohnt sich, Leute. Lohnt sich. Da verkaufen wir jetzt mal wieder ein bisschen was. Vielleicht kann ich ja mir doch mal was leisten. So. Storage. Hier. Also gerade diese die WWD-Dinger kann man, glaube ich... Ja, 3,38 kann man die verkaufen. Machen wir mal ein paar. So. Machen wir auch mal weg. So. Kann ich später natürlich nochmal verwenden. Deswegen würde ich die nicht alle wegschmeißen. Alle verkaufen. Ja, Scrap-technisch haben wir jetzt... Naja, 92. Das sind fast 100. Aber was lohnt sich mehr? 2×50? Ne, 25? Ja. Ich glaube, es lohnt sich mehr, 100 zu verkaufen. Da scrap ich einfach mal schnell irgendwas. Irgendwas kaputt. Hier. Nee, das. Doch. Was kriege ich denn dafür raus? 20 Scrap. Ja. Ich wollte hier eh irgendwann scrappen, das Ding. So, dann habe ich 202. Trade ich für 100. So. Sell. 43.5.
Dann hauen wir es raus. Wurde gekauft. Und wir haben jetzt 231. Dann können wir uns eine Medium-Kanne kaufen. So. Juhu! Und jetzt haben wir endlich eine. Wie geil! Wie geil! Rausgehen. Bauen. So, die kostet natürlich mehr CPU. Das muss man irgendwie mit bedenken. Außerdem ist das falsche Auto. Das will ich gar nicht. Das ist ja mein PvP. Werde ich mal irgendwo hier den mal löschen. Und dann mache ich hier PvP. Der ist nur zum Farmen da. Der PvE, das ist dann das coole Ding. Das ist das coole Ding. Ja, das ist das coole Ding, wo man dann richtig Damage rausdrücken kann. Alter, wie geil die Waffe einfach ist. Bam. Ich habe sogar die Energie dafür. Wie geil. Das Ding ist geil. Das haut richtig Damage raus, Leute. Na gut, der Damage-Unterschied, aber die Feuerrate ist nochmal erhöht. Okay, Akkurate ist jetzt nicht so geil. Over geht ein bisschen mehr, aber wir haben ja noch den Superkühler hinten drin. Ja, noch so ein Ding. Was haben die? Der hat 3 Power. Eins. Hier kriege ich noch einen rein. Einen kriege ich noch, aber ich würde gern 3 haben. Da muss ich mal gucken, ob ich dann irgendwie... Warte mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau 3 Stück drauf. Nice. Das wird ein Spaß. Ich muss nur ein bisschen Geld sparen. Und wie wir gesehen haben, das Geld mit dem Geld sparen, das geht ja recht schnell. Habt ihr ja gesehen. Also ein bisschen Scrap und so, weil wenn ich mein PvE-Fahrzeug dann noch ein bisschen, dass man das nicht überschreiben kann, muss man aber wegmachen. PvE. Wenn ich da mein PvP-Fahrzeug noch ein bisschen optimiere mit noch mehr Zeug, was kaputt gehen kann, kriegt man noch mehr Scrap. Also ich habe noch ein paar, ich habe 2 Parts noch frei, aber ich habe halt nichts Nutzvolles drauf, was ich auch kaputt machen möchte. So ein Barrels vielleicht, aber ja, das ist ein bisschen ein Carjack. 70 Power Score ist ganz schön viel. Der braucht noch, ja, die brauchen Energie. Deswegen, hier ist gar nicht so einfach, was zu finden. Eine Waffe braucht Energie. Die brauchen alle Energie. Räder zum Beispiel könnte man vielleicht extra welche drauf machen. Die haben kaum einen Powerscore. Der ist eh am Arsch. Ich die einfach hier irgendwo als so eine Art Ersatzrad irgendwo dran geklatscht? Oder geht das wirklich nur hier unten auf dem Boden? Schade. Deswegen nimmt man wahrscheinlich Radios, weil die echt am billigsten sind. Kann man die eigentlich craften? Kann man Radios craften? Nein. Oh. Kann man nicht craften. Hier kann man schon mehr craften bei denen. Okay, gut. Dann, ich hoffe, ihr habt jetzt ungefähr rausgefunden, warum man dann quasi nur noch mit den weißen Parts rumfährt. Weil wenn mir jetzt hier was kaputt geht, dann baue ich mir einfach ein neues dran. Das kaufe ich mir einfach auf dem Shop. Weil den Scrap, den man kriegt, der ist so viel wert. Und wenn man jetzt was, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas, zum Beispiel so ein Reifen geht kaputt auf 0, dann scrap ich den und dann bekomme ich raus, wenn ich den scrappe, bekomme ich 10 Scrap raus. So, dann können wir ja nochmal auf dem Markt schnell schauen, was 10 Scrap wert ist. 10 Scrap sind 5 wert, also kriegst du 4 raus. Da kriegst du 4 Geld raus, wenn du das Ding scrappst. Für das 4 Geld kannst du dir locker so ein Rad kaufen, oder? Wir schauen mal. Hier Medium Wheel. Na, 9 kostet's. Okay, kostet ein bisschen mehr, aber du machst ja noch Rennen. Das Ding hält ja so 20 Rennen durch. Wenn du 20 Mal verloren hast mit deinem Dings da, dann hast du schon ein bisschen Geld zusammen. Also es geht schon. Ich glaube, so ist das Spiel gedacht. Finde ich ein bisschen schade. Aber es ist schon mal so. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüssi.